alles haben können. Die Szeneblätter, der Feuilleton, die Fans, alle jubelten. Es hätte Geld geben können. So viel Geld und all die Gratisschuhe und Freedrinks. Endlich die Aufmerksamkeit, die er sich in den bitteren Stunden in der Kanalisation so herbeigesehnt hatte. Und als es dann da war, da hat er es ausgeschlagen. So höhnisch, so stolz. Hat sich von den Vorschüssen ein Schloss gekauft, weit weg von der großen Stadt. Als die Leute vom Label fragten, die Pressevertreter, die Fans, wo bleibt die nächste Platte, Grimm 104, da hat er sie fortgeschickt. Erst freundlich, dann bestimmt und dann tobend und zornig. Und dann kam niemand mehr und es wurde still auf dem Schloss und in den Wipfeln der Tannen. 6 lange Jahre kein Geräusch, kein Ton, kein Lebenszeichen. Bis jetzt.